Dich haben sie gerade gefeuert. Ich wurde entlassen. Aus versicherungshaftungstechnischen Gründen. Pöni TV. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Unser Film in dieser Woche, Logan Lucky. Der einarmige Barkeeper. Ein bisschen mehr Respekt. Filme des amerikanischen Autorenregisseurs Steven Soderbergh sind immer interessant, sehenswert. Vom Oscar-Preisträger stammen Werke wie Die drei Oceans, Gaunerspäße oder Aaron Brockovich oder auch zuletzt der hervorragende Thriller Side Effects, tödliche Nebenwirkungen mit Jude Law. Sein neuer Spitzenunterhaltungsstreich besitzt ebenfalls einen Oceans-Geruch, nur diesmal von unten. Der Einzige, der echt weiß, wie man Tresore in die Luft sprengt, ist Joe Bang. Nicht mehr Las Vegas, sondern West Virginia. Kein Glamour und Glitzer mehr, sondern Tristesse. Im Blickpunkt die Brüder Clyde und Jimmy Logan. Einfach strukturierte Kumpels. Die haben einen Dauerpechlauf und beschließen, dem ein Ende zu setzen. Durch einen geschickt eingefädelten Raub. Das Problem, sie haben keine Ahnung, wie man einen solchen ausführt. Deshalb wollen sie einen Spezi dafür engagieren. Der allerdings sitzt bereits im Knast. Das ist eine Strafvollzugsanstalt. Wir haben einen Plan, wie wir dich rausholen. Die Show beginnt allerdings, und wie gesagt, hier haben sich nicht unbedingt die Allerhellsten versammelt. Wir brauchen Computer-Genie. Ich weiß so ziemlich alles über Computer, okay? Die ganzen Twitters und so kenne ich alle. Egal, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oder so etwas in der Art. Jedenfalls stellen alle Beteiligten ab sofort ihre besonderen handwerklichen Fähigkeiten zur Verfügung. Von hier bis zum Tresor, wie weit? 20 Meter. Keine Ahnung, vielleicht 30. Was denn jetzt? 20 oder 30? Wir haben es hier mit Wissenschaft zu tun. Logan Lucky ist Spaß mit Sinn. Niemand wird denunziert, zum Affendeppen gemacht. Vieles ist durchtrieben, witzig und amüsant pointiert. Oft auch ohne Sprache. Adam Driver, Channing Tatum, Hilary Swank und vor allem der blondierte Daniel Craig als herrlich selbstironischer Komiker sind eine sensible wie emotionale Wucht. Ihr Logans seid echt so eine Spackos, wie die Leute behaupten. Behaupten das die Leute? Logan Lucky oder wenn Unscheinbare ihren Anteil vom amerikanischen Dollarkuchen begehren. 4,5 Pönis für einen großartigen, gute Laune verbreitenden Klasse-Komödien-Krimi mit viel Spaßenergie. Weitere Filmstarts in dieser Kinowoche: deutscher Komödienmüll namens High Society. 0 Pönis für einen peinlich primitiven Krampf und Schwachsinn, den ich zu gerne meinen Feinden empfehle. Ebenso dumm und einfältig eine Art biblischer Horror mit dem Streifen Mother von Darren Aronofsky mit Jennifer Lawrence als Schwachmatenmutti. 0 Pönis. Weg mit dem Scheiß. Das Löwenmädchen, ein berührender norwegischer Filmroman über ein außergewöhnliches, sensibles Mädchen, das sich inmitten einer feindlichen Umwelt zu behaupten bemüht. 3 Pönis. Sowie Mr. Long. Toller asiatischer Thriller, ein Melodram über einen Profikiller, der zum hochgeschätzten Spitzenkoch mutiert. 4 Pönis. Ausführliche Textkritiken dazu und zu mehr als 4000 weiteren Filmen gibt es auf meiner Website www.pönack.de, wo es auch unseren wöchentlichen Newsletter zu abonnieren gibt mit den vielen privaten Pöni-Anekdoten, natürlich. Und natürlich freuen wir uns auch über eure Kommentare und Abos. In der nächsten Kinowoche interessiert uns voraussichtlich, wir müssen ihn noch sehen, die Kingsman-Fortsetzung The Golden Circle. Schauen wir einfach mal. Tschüss.